Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich habe wieder viele Kommentare erhalten, denn jetzt die Aufnahme ist wieder ganz frisch. Und irgendjemand hat den letzten Zelda-Part, also hat in den letzten Zelda-Part einen Hate-Kommentar gemacht und hat den auch noch gedisliked und relativ knapp. Also nur ein paar Sekunden Abstand, kamen noch zwei Hate-Kommentare, die diesen Kommentar unterstützt haben durch Likes und die selbigen Hate-Kommentare auch unterstützt wurden. Und es gab noch ein Dislike. Und da weiß ich schon, aha, das ist eine derselbe Person mit mehreren Kanälen, der einfach mal disliked. Aber das ist mir egal, denn durch diese Person hat mein letzter Zelda-Part jetzt ziemlich viele Aufrufe. Ich glaube, jetzt wo ich nachgeguckt habe, waren es 19. Und danke, Hater, dass du mich unterstützt. Das hilft mir wirklich sehr. Natürlich haben wir da Link, Kirby Masters, Kirby Link Schwert, so hieß er, glaube ich, geschrieben. Und Steini hat wieder geschrieben und Feinl hat wieder geschrieben. Und oh, die Leute freuen sich, ich freue mich, alles geil. Was Feinl auch geschrieben hat. Also, alle finden den Bosskampf geil, was mir natürlich sehr gefällt. Ey, du sollst nicht losrennen. Hallo, Epona, ruhig, ruhig, brav. Braves Käffchen. Auf jeden Fall, was ich jetzt tun sollte laut Final, ist, soll mich zum Zora-Reich teleportieren und dann den Wasserfall runterschwimmen und dann nach einer Gegend weiter schwimmen, dass ich zum Oberlauf des Zora-Flusses oder Zora-Sees oder wie auch immer komme. Weil da sollte ich noch irgendwo eine Sidequest erledigen. Und er meinte nach jedem Quest... Ah, so, das ist so ein Viech. Ey, lass mich in Ruhe. Hallo? Muss mal gucken, ob die Brücke da schon steht, aber ich glaube nicht. Du solltest mal mehr Zielwasser saufen. Achso, es sind mehrere. Und da haben wir die kaputte Brücke. Jetzt weiß ich es wenigstens mal. Ey, lass mich in Ruhe. So. Achso, jetzt gehen sie weg. Achso, es sind nur nachts da. Ne, da sind sie. Ich bin nur vorhin abgehauen. Die haben mich verarscht. Ey. Ich will wieder zurück nach Kakariko. Sind sie noch da? Da! Nicht ins Feuer. Schon gut, ich gehe ja schon. Hab nichts gesagt. Auf jeden Fall laut Final soll ich mich zum Zora-Reich teleportieren, dann im Wasserfall runterschwimmen, dann noch eine Gegend weiter, glaube ich. Und dann soll ich beim Oberfluss von Zora-Reich, keine Ahnung, soll ich eine Sidequest machen, sowas glaube ich. Moment mal. So fällt mir das erst jetzt auf. Geht das? Tatsache. Was gibt's hier? Ein Hühnchen, noch ein Hühnchen. Danke. Danke. Und er meinte, nach jedem Dungeon soll ich in Thelmas Gasthaus gehen, weil neue Informationen auf mich warten. Also sprich, wo ich hin muss oder so. Ich bin doch... Ah.
Das war falsch. Das war auch falsch. So. Mann, ich drücke immer das Falsche. Sind sie in Eisenstiefel? Die waren doch da irgendwo, Moment. So, da rechts. Herzteil. Herzteil. Das sieht mir so verdächtig aus. Ach so. Yes. Irgendwas hier unten. Nichts mehr. Okay, so fängt es schon mal gut an. Ich wusste gar nicht, dass hier hinten in der Quelle was ist. Was muss ich denn da jetzt raus? Genau, für einen Bogen, das war's. So. Die Rüstung kommt wieder weg. Hoppla. Mann! Dummer Typ, ich. So. Moment, ich kann mich doch jetzt porten. Frage ist nur, was hole ich zuerst? Ich gehe zuerst nach Hyrule-Stadt. Ansonsten questmäßig wüsste ich nicht, wo ich jetzt hin müsste. So, und irgendwer hat geschrieben, ich weiß jetzt nicht, wer es war. Ich weiß jetzt nicht, ob es Steini war oder... na, wie heißt der andere jetzt? Link Master Schwert oder? Nee, Kirby's Link Schwert. Irgendwie so, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Irgendeiner von den beiden mag diesen Postboten nicht. Ich könnte ja wieder spenden, aber du hast mehr als genug Kohle. Moment, war die Tür da schon immer offen? Also, nee, es ist Gitter. So, es ist noch früh morgens, deswegen ist hier noch nicht so viel los, oder wie? Ja, gut. Ein bisschen wenig los, aber es macht nichts. Ich könnte mal wieder zur Insektenprinzessin gehen und schauen, ob ich nicht irgendwie noch Käfer gefunden habe. Denn ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube nicht. Ich schau mal. Vor allem, dass die uns einfach in ihr Haus reinlässt. Tag und Nacht. Sogar ein Bordell hat Öffnungszeiten. Schließungszeiten, wollte ich sagen. Okay. Ich würde ja zwar gerne nach diesem Projekt hier Skyward Sword machen, aber ich glaube, das wird doch noch etwas warten, weil ich mich doch jetzt sehr um meine Projekte kümmern will. Und wenn man bedenkt, wenn ich jetzt jeden Tag Twilight Princess und Dark Souls hochlade, dann ist Dark Souls am 11. September fertig hochgeladen, weil am 11. September soll dann der letzte Part hochgeladen werden. Wenn ich immer von jetzt an bis zum 11. September Dark Souls hochlade. Eine Katze, hallo. Wie geht's eigentlich der kleinen Ilya? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerung zurückzubringen, nicht Entscheidung. Aber du solltest dich erstmal um die dringenderen Dinge kümmern, die anstehen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, solltest du dich einmal mit Ashley treffen. Sie ist eine von uns. Du triffst sie in den nördlichen Bergen von Hyrule. Sie kundschaftet dort die Gegend. Okay. Auf der Karte auf dem Tisch. Geil. Moment, Ashley, war das nicht die Frau da? Nee, nicht. Das war doch die Frau, die erst noch da stand, oder?
Ashley ist gerade unterwegs. Sie meint, sie will sich einem in den Schnee. Ja, sie will sich in den Schneebergen umsehen. Okay, da oben. Okay. Guck nicht zur Katze. Wahrscheinlich ist da oben dann in den Schneebergen wieder ein neuer Wolf. Kann ich von hier aus auch warten? Ja. So. Schön, schön. So, jetzt bin ich zumindest ganz im Norden. Die Spiegelschirme befinden sich auf eisigen Gipfeln und einem heiligen Hain und irgendwo in den Wolken. Sammle diese Scherben und füge den Schattenspiegel zu einer ursprünglichen Form, zu seiner ursprünglichen Form zusammen. Eigentlich wollte ich mich zurückverwandeln, aber ich glaube nicht, dass das hier geht, oder? Ich sehe da rechts das rote Teil. Da muss ich wahrscheinlich hin. So, den Wasserfall runter, meinte er. Dann noch eine Gegend weiter, wenn ich mich nicht irre. Ich werde mal im Wasser bleiben, sicherheitshalber. Ich kann mich ja notfalls jederzeit immer wieder porten. Mit dem Wolf. Also sollte das jetzt nicht mehr allzu böse sein. Okay, Oberlauf-Zora, genau, Oberlauf-Zora-Fluss, da hat er gemeint. Okay, schauen wir mal. Da, raus, raus, sehr schön. Frage ist, bin ich hier schon richtig oder noch nicht? Glaube nicht. Ich glaube, ich muss darüber. Weil da ist der eine Stein, wo wir die, ich glaube, Nocturne des Schattens hieß es, gelernt haben. Das ist ein anderer dicker Brocken. Mit viel Geld. Schön. Moment, ich könnte ja auch gleich weiterspenden beim Spenden sammelnden Goronen in Kakariko. Momo, Moment mal. Da hinten? Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich über die Brücke, oder? Ja, gleich, Frau. Da kann ich den so fangen. Nee, so bestimmt nicht. Moment, der fliegt immer die gleichen Wege. Vielleicht, wenn ich mich hier ganz am Ende hinstelle. Abgerutscht. Irgendwie muss ich da doch rankommen. Erste Schuhe kann ich vergessen, weil dann latsche ich da unten am Boden entlang. Apropos, da unten ist ein Stein.
bringen die Steine da unten was? Ich meine, ich bin schon mal hier, also kann ich mich auch gut umsehen. Oh, Geld ohne Ende. Geil. Das ist gut für eine Spende, aber ich muss auf mein Geld aufpassen, weil ich habe eine Begrenzung von 600. Ja, dass ich hier schon mal an Geld reinkomme, das ist schon mal schön. Das ist schön. Das gefällt mir. Wie ich an dieses Insekt da rankommen soll, das weiß ich. Moment! Nein! Vielleicht so, wenn ich hier stehen bleibe. Kommt es wieder her, oder? Ja. Ja, so werde ich es wahrscheinlich nicht kriegen, das Teil. Das knüpfe ich mir später irgendwann vor. Oh, ein Kunde. Tut mir leid, wir haben vorübergehend geschlossen. Was? Abgeschlossen. Und warum habt ihr geschlossen? Eine spannende Fahrt zur Fuß bis zum Heliosee. Kanuverleih 20 Rubine. Ja. Aber warum habt ihr geschlossen? Ich will darüber. Ach, dann eben so. Ich habe das Gefühl, dass ich so schneller vorankomme. Ich noch einen zum Zerstören. Jetzt bin ich zwar auf dem Maximum von Geld, aber naja. Es hat dem nichts ausgemacht. Doch jetzt. Ja, Maximum. Ist zwar leichte Verschwendung, aber... Kann ich da durch? Ja. Was bringt es mir? So, ich bin einfach nur in der Zora-Höhle. Naja, das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Da ist auch noch ein Weg. Kann ich mich hier dahinter verwandeln? Und jetzt sieht sie mich ja nicht. Ja.
möchte schnell nach Kakariko, solange es noch tagsüber ist. Kann ich spenden? Irgendwie das mit dem Fisch, das haut jetzt nicht so ganz hin. So, hier war der Markt, oder? Ja. Werde ich mal den Rest spenden. Ja, aber du eine Brücke zur Sicherung. Ja. Will ich. Wie viel brauchst du? 583 oder wie? Hoppla. Wow, wir haben das Geld für den Reparatur der Brücke zwischen dem Westteil von Hyrule Stadt und dem Ende von Hyrule zusammen. Du solltest dir diesen korrupten Laden in Hyrule Stadt mal ansehen. Wir bitten noch immer um Beiträge zum Unterstützungsfonds, um die Waren in Hyrule Stadt billiger verkaufen zu können. Für die Eröffnung ist lang 2000 Rubine. Ja, ich bin davor gewarnt worden. Aber hey, warum nicht? Ja, ist das schon mal 19. Es fehlen nur noch 1981. Nur mehr. Hab mein ganzes Geld zum Fenster rausgeschmissen. Oh, ich bin ja der Wolf. Ich bin ja Spendabel. So, jetzt sollte eigentlich... Mein Depona sollte auch irgendwo sein, oder? Oder? Oder darf ich sie bei der Quelle stehen lassen? Gut, ich werde das Geld so ganz langsam zusammenbekommen. Ich erreiche zwar wenig in diesem Part, aber ich erreiche immerhin etwas. So, Epona, komm mit. Wir reiten jetzt nach Hyrule Stadt. So, mit vollem Karacho und diese Viecher auf ihren... Oh, keine Ahnung, was das sind. Diese Orks auf ihren Yaks, die werden uns jetzt nicht mehr daran hindern. Ja, es ist noch Tag. Die Frage ist, wie lange noch? Moment, ich sammle erstmal. Da sind sie. Immer bereit, mich zu nerven, aber ich hau vor euch ab. Jetzt wird's nämlich Nacht. Lass mich in Ruhe. Oder von mir! Oh, da ist ein Corona. So, habe ich das schon mal repariert. Ah. Ihr mich nicht. Meins, meins. Achso, du bist ein Geist. Ich dachte, du bist ein Dings. Weg da! Na toll, das Flugviech hat mich gerade gestört. Seele entrissen. Immer das zumindest geklärt. So, wo komme ich jetzt raus? Achso, hier. Hm.
Ich muss auf jeden Fall in den hohen Norden. Das mit den Angeln, das weiß ich nicht. Ich glaube, das funktioniert bei mir noch gar nicht. Ich muss dahin. Ja, sichern kann ich auch gleich. Da muss ich hin. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wie ich das mache. Gut, dann lasse ich diesen Sidequest mal. Diese Kanufahrt. Wahrscheinlich muss ich da eh nur angeln oder irgend sowas. Zumindest war es im Ocarina of Time so, dass man da angeln konnte. Und in diesen Angelspielchen war ich nicht besonders gut. So. Muss jetzt nur den richtigen Weg finden. Da hinten habe ich gerade schon gesehen, Eisberg. Da, das heißt, ich muss da hinten hin. So viel steht schon mal fest, aber wie komme ich da hin? Das war, glaube ich, zu tief. Doch, ich muss da rein. Ja, da rein. Moment, was sagt denn der Zora da? Die Schneeberge dort hinten sind sehr gefährlich. Nicht nur das wird immer schlimmer, auch dieser Wilde kommt jetzt öfter hier und da haben wir die Wache verstärkt. Schön, habe ich den Weg gleich gefunden. Schön. Wahrscheinlich verwandle ich mich hier wieder automatisch in den Wolf, oder? Link. Ach so, du bist Ashley. Was machst du eigentlich an einem so gefährlichen Ort wie diesem hier? Seitdem die Höhle der Zoros eingefroren war, ist es in diesen Bergen extrem kalt geworden. Außerdem habe ich von den Zoras eine seltsame Geschichte gehört. In letzter Zeit ist der Wilde, der tief in diesen Bergen lebt, häufig hier aufgetaucht. Sowas wie ein Yeti? Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe also hier Wache gestanden und tatsächlich ist dieser Riese hier aufgetaucht. Hier, so sah er aus. Jetzt Ashleys Zeichnung. Sie zeigt einen Riesen, der einen roten Fisch geschultert hat. Ashley hat das beobachtet. Ja, das werde ich mir gleich mal angucken. Scheint, als hätte er aus der Höhle einen knallroten Fisch gestohlen. Ich würde ihn zu gerne verfolgen, aber in diesem Schneegestöber finde ich den Weg nicht. Du willst bestimmt auch in die Berge, aber wenn du kein Mittel hast, hier durchzukommen, solltest du das besser lassen. Alles klar. Ups, naja. Okay, ich muss das irgendjemandem zeigen. Den Gleiter, brauche ich den Gleiter nochmal? Hm. Ich glaube, ich sollte links den Bogen haben. Egal. Okay,
Okay, überall Eis. Ob ich vielleicht hier als Wolf durchrennen sollte? Ich stelle mich mal hier drunter. Oh. Der Wolf schlittert auch ganz schön, merke ich. Okay, ich wette, ins Eiswasser darf ich nicht rein. Mit den Stahlstiefeln rutsche ich garantiert nicht, aber... Ich will nicht, dass der Wolf ins Eiswasser fällt. Lieber soll der Mensch leiden. Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, ob ich das als Mensch schaffe. Okay. Ganz langsam, Wölfchen. Moment, da hinten. Perfekt. Oje. Wölfe. Ihr wollt es nicht anders. Dann mach mal einen Wolfskampf draus. Wo ist der andere? Da, links. Was für ein Schneesturm. Scheint, als wären wir irgendwie nicht willkommen. Aber wir müssen uns wohl überlegen, wie wir da durchkommen. Schließlich soll der Spiegel ja irgendwo in diesen Schneebergen sein. Ach, was hältst du eigentlich von dieser Geschichte, die uns Ashley über den Wilden erzählt hat? Vielleicht solltest du die Zeichnung, die du bekommen hast, mal bei den Zoras herumzeigen und hören, was die da zu sagen haben. Gleich, gleich, gleich. Da, Rückwärtsgang oder wie? Ja, haut ab. So, jetzt bin ich wieder hier. Ach so, das heißt, das ist wohl keine kluge Idee, durchzurennen. Okay, gut zu wissen. Wow, Eis. Hä? Ashley ist weg. Okay. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Eiswüste von Pendrana. Also aus Metroid Prime. Ups. So. Solltest du ihn schon anvisieren und ihm das zeigen? Der Wilde aus den Schneebergen. Nanu, was hat er da unter dem Arm? Was der da unter dem Arm trägt, das ist doch eine Dunstwolle. Deshalb ist er in letzter Zeit so oft hier. Der hat uns wohl auf Dunstwollen. Er hat es wohl auf Dunstwollen abgesehen. Hätte nie gedacht, dass jemand anders als Prinz Rales einen solchen Fisch fangen würde. Der Fisch, den dieser Wilder gefangen hat. Prinz Rales ist sehr geschickt daran, diese Fische zu fangen. Oh, der Prinz, wie es ihm wohl jetzt geht. Okay, der Prinz. Heißt das, ich muss jetzt zum Prinzen? Das wäre zumindest logisch.
Ich weiß ja noch, wo der Prinzessin Takariko nämlich. Falls er immer noch da ist. So. Jetzt statten wir den Prinz mal einen Besuch ab. Eigentlich würde ich liebend gern schon in die Eisberge gehen, aber mit diesem Schneesturm komme ich da, glaube ich, noch nicht so klar. Schauen wir erstmal, was der Prinz zu sagen hat. Ich wollte gerade schon sagen. Komm her. Ist doch ein Problem, Mann. Sehr schön. Zumindest minimal erreichen wir etwas. Minimal. Weg mit euch. Das Insekt habe ich schon, das weiß ich. So, der Prinz sollte noch hier sein. So, dann zeigen wir ihm mal das Dokument. Oder Zeichnung vielmehr. Ist das nicht dieser Wilde aus den Schneebergen? Aber sieh dir doch mal den roten Fisch an. Das ist ganz sicher eine Dunstforelle. Ein seltener Fisch, den es nur in den Höhlen der Zoras gibt. Sie bevorzugt eine bestimmte wertvolle Koralle. Ohne diese gelingt es uns kaum, diesen Fisch zu fangen. Sieh mal, Link, dieser Ohrring ist aus einer solchen Koralle gefertigt. Ich schenke ihn dir. Wow, das soll ein Ohrring sein? Das Teil ist riesig. Du hältst den Korallohrring. Ein herrlicher Schmuck aus den kostbaren Korallen der Zoras in Form eines Angelhakens. Ah, Angelhaken. Wahrscheinlich kann ich jetzt irgend so eine Side-Angel-Quest da machen. Vorausgesetzt, die kann man überhaupt angeln. In Ocarina of Time kann man angeln, das weiß ich. Verwende ihn zusammen mit der Angel. Wenn du eine Dunstforelle fangen willst, okay? Weißt du, ich habe ihn von meiner Mutter bekommen. Aber nimm ihn nur, ich brauche ihn nicht mehr. Durch dich begreife ich endlich, was meine Mutter sich wünschte und was ich selbst jetzt zu tun habe. Ich werde in unsere Höhle zurückkehren. Dunstforellen findest du an dem Doppelfelsen in der Nähe des Basins, unter dem Wasserfall in meiner Heimat. Diese Fische sind rot und du wirst sie leicht erkennen. Also du wirst sie leicht erkennen. Alles klar, dann wissen wir schon, was wir im nächsten Part zu tun haben. Wahrscheinlich kann ich jetzt die Sidequest machen, die Fan da meinte. Gut, dann würde ich sagen, das war The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.